Platz für die Schweiz beim Weltcup-Finale bei dem Team-Event in Skjoldø musste sich das Schweizer Skiquartett Norwegen leicht verbeugen. Das Sockel Norwegen-Schweiz-Österreich Andrea Ellenberger brachte das Schweizer Team im Finale gegen Norwegen mit ihrem zweiten Sieg in eine gute Ausgangsposition im Team-Event. Aber Samuel Bissig stand mit Timon Haugen vor einer schwierigen Herausforderung, und er musste sich dem Norweger beugen. Haugen erreichte es 2-2 auf Punkten. Nachdem Thea Louise Stjernesund und Livio Simonet beide gewonnen hatten. Infolgedessen konnte Schweizer Quartett den Sieg im Weltcup-Finale im letzten Jahr nicht wiederholen. Trotzdem musste Schweizer Team davon überzeugt sein, das Finale erreichte, da es nur geschafft hatte, Halbfinale gegen Deutschland wegen besserer Zeiten zu gewinnen. Österreich gewann Duell für den dritten Platz gegen Deutschland. 0304 Die Videoschweiz wird im Finale des Norwegen Team Events aus einem Sportclip vom 17. Das dünne Startfeld 0346 Video Simonet, es ist cool, sich gegenseitig zu messen, aus einem Sportclip vom 17. Spielen sie. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden. Das weitere Programm.